Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Brinkmann Klartext. Hallo, Herr Doktor. Hallo, Tolga. Herr Doktor, einst Wirtschaftsmacht Deutschland, jetzt der kranke Mann Europas. Die Wirtschaft verzeichnet schlechte Zahlen. Viele Unternehmen streichen Arbeitsplätze und gehen ins Ausland. Jede Woche gibt es neue Streiks. Die Bevölkerung klagt über hohe Inflation. In welchem Zustand befindet sich die deutsche Wirtschaft? In einem sehr schlechten. Und das begreifen wir noch nicht so richtig, was los ist. Aber es gab bemerkenswerterweise diese Woche eine Rede vom Wirtschaftsminister Lindner. Der sagte, vom Finanzminister Lindner, der sagte, sein Kollege Habeck, Wirtschaftsminister, und er seien sich einig, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen in diesem Lande, das mal Exportland Nummer 1 war, sagen die wichtigsten Minister, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und dann überlegen sie natürlich gemeinsam, was sie tun wollen, und dann zeigt sich, die beiden sind gar nicht einer Meinung. Der eine will Subventionen streichen und die Schuldenbremse behalten, und der andere will mehr Geld haben, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Das sind zwei diametrale Gegenpositionen. Die sind sich nicht einig. Und wenn eine Regierung, die bilden immerhin mit der SPD die Ampelregierung, die sich nicht einig sind in dem, was man tun muss, damit Deutschland wieder auf die Füße kommt, dann sieht es schon ziemlich schlecht aus für dieses Land. Denn dann werden überhaupt keine Beschlüsse gefasst und es geht immer weiter runter. Man muss sich ja vorstellen, dass Deutschland das einzige Land in Europa ist, das kein Wachstum hat, sondern Minuswachstum, so heißt das in der Ökonomensprache. Minuswachstum heißt, es wird weniger produziert als vorher, und das ist in keinem EU-Land der Fall. 27 Länder sind besser als wir. Früher standen wir auf Nummer 1, jetzt stehen wir auf Punkt 27. Also ist das keine globale Krise? Na, die globale Krise trägt dazu bei, dass es Deutschland schlecht geht, weil wir dafür schlecht gerüstet sind. Ja, wir sind ein Exportland, und auf einmal zeigt sich, globale Krise heißt Weltkrise, dass wir selbst so kleine Schrauben, die man braucht, die aber in China aus Kostengründen produziert werden, hier nicht herkommen, weil die Schifffahrtsrouten gestört sind durch die Houthis. Da muss man den Weg über Afrika nehmen. Ja, oder man bekommt es nicht, weil die Lieferketten gerissen sind, sprich, in China passiert irgendwo was oder was anderes passiert, oder wir wollen, dass bestimmte Betriebe nicht einbezogen werden, weil sie Kinderarbeit noch machen und dergleichen. Das heißt, das ist globale Politik, und die schlägt auf uns rein, und wir sind davon, darauf nicht vorbereitet. Nehmen wir mal ein Beispiel China. Ja? Und China und die deutsche Automobilindustrie. VW verkauft die meisten Autos in China. Mercedes hat produziert auch in China. Wenn China wegfällt, dann geht es uns wirklich schlecht. Aber wir sind nicht darauf gerüstet, dass wir eine Alternative haben. Und das ist das Klartext. Wir haben gepennt. Ja, wir haben nicht darauf geachtet, dass die anderen schon längst auf ihre Autos umgeschaltet haben, als wir noch den Diesel und den Benziner hochgejubelt haben. Das ist ein Punkt. Das schlägt sich natürlich nieder. Mercedes verkauft 6-7% weniger Autos in diesem Jahr, im letzten Jahr. Und das bedeutet weniger Autos, weniger Gewinn, weniger Beschäftigung. Und so zieht sich das durch die ganze Wirtschaft. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, weil, Klartext, wir nicht gerüstet sind für die neuen Herausforderungen. Also Elektromobilität, Digitalisierung. Wenn Sie heute zum Amt gehen, die haben immer noch Faxgeräte da stehen. Oder zum Gericht ist noch schlimmer, die schieben noch ihr Wägelchen über die Gänge. Wägelchen heißt, da liegt Papier drauf. Das heißt, wir sind auf allen Ebenen nicht gerüstet für das, was momentan um uns herum passiert. Klartext, wir haben es verpennt. Die Förderung für E-Autos ist auch geendet? Ja, man kann ja nicht ewig den privaten Leuten Geld geben, damit sie Elektroautos kaufen. Das kann der Staat auf Dauer nicht finanzieren. Aber man hat sogenannte Anschubfinanzierung. Und Anschubfinanzierung, wie das Wort schon sagt, das dient dazu, den Verkauf von E-Autos anzuschieben. Und dann muss das Ding von selber laufen. Tut es aber nicht, weil deutsche Elektroautos sind wahnsinnig teuer. Sind, glaube ich, die teuersten, die hergestellt werden. Die Chinesen machen das billiger. Dafür sind sie schlechter, sagen manche Leute. Nein, die chinesische Autos fahren, die sagen, die sind genauso wie ein Mercedes, kosten nur ein Drittel weniger. Ja, was sollen wir denn da machen? Da muss man Mercedes fragen, wieso habt ihr A, den Zug mit der Elektromobilität verpennt, und zweitens, warum macht ihr euer Auto so teuer? Antwort,
weil der Chef Gelenius will, dass Mercedes nur noch Luxus produziert, Luxusautos. Und Luxus kostet mal eben Geld. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich zeigen. Ja, noch ist erst ein Jahr vorbei, aber wir haben schon Minuszahlen bei Mercedes, aber noch hohe Gewinne. Weil die Autos so teuer sind, werfen sie auch hohe Gewinne ab. Ob das ein Volksauto mal wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Und jetzt geht der Streit los. Es gibt Anbieter aus China, die wollen Auto, Elektroauto, unter 10.000 Euro Verkaufspreis produzieren. Dann geht es uns wieder schlecht. Klartext, deutsche Autoindustrie muss sich beeilen, den Anschluss zu finden. Sie haben gesagt, wir haben verschlafen. Wie lang ist diese Dauer, Verschlafsdauer? Ist das jetzt eine Sache von dieser Regierung oder von der vorherigen Regierung? Von allen Regierungen, weil der Prozess der Modernisierung ist ja kein schleichender, sondern das ist ein stetiger Prozess. Man guckt auf die Konkurrenz, was macht die? Man geht zur Frankfurter Messe oder auf jede Messe in der Welt und guckt, was machen die und was machen die. Und die Chinesen haben schon früh ihre Elektroautos auf den Messen international gezeigt. Das heißt, jeder konnte es ja sehen. Aber dann kommt die Überheblichkeit, die sagt, ja, ach, das dauert noch, bis das alles produktionsreif ist. Wir bauen weiter unsere Diesel- und Benzinmotoren. Und dann ändert sich die Politik plötzlich. Die Politik stoppt den Verbrennermotor durch Beschluss und sagt, bis zum Jahr X, ich weiß gar nicht, jetzt 2040 oder 36, ja, müssen die Verbrennermotoren verschwinden. Da haben wir gesagt, ja, haben wir noch viel Zeit. Das nennt man verschlafen. Man sagt, ja, schläfe ich noch mal eine halbe Stunde länger, das schaffe ich denn schon. Und dann kommt man an und der Bus ist abgefahren. Und so ist das auch in der deutschen Industrie. Wir haben geguckt und haben gedacht, wir bauen doch die besten Maschinen, dass die anderen inzwischen genauso gute bauen oder sogar bessere. Ich erzähle mal ein Beispiel, als der ehemalige Airbus-Chef Enders hier in Berlin Vortrag hielt, wo ich die Freude hatte, dabei zu sein. Da sagte er, die Chinesen haben früher in den 70ern, also in den 80er Jahren nach der Kulturrevolution, die ist in den 70ern zu Ende gegangen, da haben sie alles kopiert. Und da haben wir gelächelt. Ich sage, kopieren können sie ja machen, aber sie kommen damit nicht auf unseren Markt. Und dann lernten sie und lernten. Und heute, so sagt der Airbus-Chef, kaufen sie sich einen neuen Airbus, bauen den in China auf, holen alle Ingenieure und sagen, nicht kopiert den jetzt, sondern die sagen, macht es besser. Guckt euch alles an und macht ein besseres Flugzeug daraus. Und das ist in China passiert, haben wir auch gelächelt. Sagen, ist doch nichts. VW baut in China Fabrik. Warum? Weil sie dachten, sie sind besser als die chinesischen Autos. Die gab es nämlich damals noch nicht. Das ist das, was man heute nennt, verschlafen. Alles gesehen, alles gekannt, Nase hoch, sagt, wir sind sowieso besser. Und dann war die Zeit vorbei, man stand zu spät auf, der Bus war abgefahren. Ist eine Rezession in Deutschland ungewöhnlich? Nee, die ist nicht ungewöhnlich. Es gibt dafür ein Auto, die Kondratetschen, das war ein russischer Wissenschaftler, zirkeln alle 7 Jahre. Es kommt, was völlig klar ist, eine Inflation entsteht ja dann, wenn ich viel Geld habe und es gibt zu wenig Waren. Das heißt, weil die Waren weniger sind, als ich Geld habe, aber die Ware haben will, verteuert sich die. Oder durch Knappheit. Und das ist genau dieses Beispiel, wenn ich eine Ware verknappe, wird sie teuer, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Umgekehrt ist Deflation. So, und die Inflation kommt immer dann, wenn sich was verknappt. Und in unserem Fall war das klar nachzuvollziehen. Das sieht man, das Öl wurde knapp, das Gas wurde knapp, die Kohle wurde knapp, alles, was wir aus Russland kriegten, wurde knapp. Also mussten wir auf andere Energielieferanten zurückkehren und die bieten uns das alles an, aber zu höheren Preisen. Und diese höheren Preise waren nicht einkalkuliert. Ja, und also schlug man das auf die Bürger um. Die Bürger haben Rabatts gemacht letztes Jahr. Dafür haben sie vom Staat ein paar tausend, ich glaube es waren 3.000 Euro Zuschuss bekommen. Kannst du aber nicht ewig machen, sondern du musst sehen, dass das Energieangebot wieder billiger wird. Klartext. Haben wir auch nicht aufgepasst, mussten wir hinterherlaufen. Die Warnung vor Russland als instabiler Lieferant gab es immer. Auch hier wieder. Weiter geschlafen, aufgewacht, Bus war abgefahren. Hatten wir eigentlich in der Geschichte eine vergleichbare Situation? Und wenn ja, wie lange
Würde so eine Krise dauern? Ja, die gibt es immer. Die größte Wirtschaftskrise hatten wir in der Weimarer Republik in den 20er, Anfang der 30er Jahre, die zum Beginn der Hitler-Diktatur führten. Ja, da gab es gar nichts mehr. Das lag daran, dass die Amerikaner ihr Geld aus Deutschland abgezogen haben und dass die Waren, die angeboten wurden, immer knapper wurden. Das heißt, wir haben, natürlich ist das immer der gleiche Mechanismus. Aber wenn du ihn nicht sehen willst und wenn du ihn nicht erkennen willst, dann pennst du eben weiter. Und diese Situation kommt alle 7 Jahre, dann ist der Bedarf gesättigt und dann wird alles teurer, weil man das Wenige, was denn noch produziert wird oder das man unbedingt haben will, ja, treibt die Inflation nach oben. Und in der Weimarer Republik kostet ein Brot 1 Billion, war auf den Geldscheinen aufgedruckt. Ja, das kriegen wir nicht, aber 10% ist schon eine Menge mehr. Wenn ich jede Woche 100 für 100 Euro einkaufe und plötzlich nur noch für 90 Euro das Gleiche kriege, ja, und ich habe aber nur eine bestimmte Menge Geld, dann komme ich in die Bredouille. Da muss ich mir überlegen, ob ich das, was jetzt teurer geworden ist, Butter, Margarine, Brot, ob ich mir das noch leisten kann. Das können aber die meisten gar nicht. Wenn nämlich der insgesamte Warenkorb, den ich brauche, Kleider, Lebensmittel, Reise, Ferien, wenn das alles teurer wird, mein Budget aber, sagen wir mal, bei 1.000 Euro liegt und plötzlich muss ich für das alles 10% mehr bezahlen, nämlich 1.100, dann habe ich die 100 nicht. Wo kriege ich die her? Gar nicht, muss sparen. Das ist der einzige Weg. Und darum geht der Streit zwischen dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister. Die beiden werden sich nicht einig, welches Mittel sie jetzt einsetzen müssen, Klartext, um die Wirtschaft wieder auf Schwung zu kriegen. Das heißt, pumpe ich mehr Geld rein, indem ich mehr Schulden mache, muss ich mehr Zinsen bezahlen. Können Sie sich vorstellen, dass wir an Zinsen pro Jahr, nur an Zinsen an die Banken, 40 Milliarden bezahlen? Wenn ich jetzt die Schuldenbremse auflöse und nochmal, sagen wir, für 20 Milliarden Schulden aufnehme und dafür nur einen Zinssatz von 4 oder 5% zahle, dann sind das bei 40 Millionen, 40 mal 5, 2.000 Euro zusätzlich. So, die fehlen dann wieder für den Kita-Bau. Also, sagt der Lindner, Schuldenbremse muss bleiben, damit wir das gesamte Finanzsystem nicht in Verrüttung bringen. Denn wenn ich für Schulden aufnehme, kann ich zwar jetzt was ausgeben, ich muss die Schulden aber zurückzahlen plus Zinsen. Und dann werden aus den 40 Milliarden schnell 10, nein, schnell 50, schnell 100, wie in allen anderen europäischen Ländern. Und genau dann kann ich das nicht mehr bezahlen, was ich heute bezahle, für Subventionen, die wir deswegen kürzen müssen. Ich kann es nicht bezahlen, weil ich hohe Sozialleistungen habe. Der Bundeshaushalt ist 470 Milliarden stark, gerade beschlossen. Alleine für die Rente zahlen wir 170 Milliarden aus dem Staatshaushalt. So, und wenn ich jetzt noch Kindergeld und so dazu rechne und das ständig erhöhe, dann fehlt das für die sogenannten investiven Ausgaben. Klartext, wenn ich nichts mehr habe, womit ich die Wirtschaft pushe, also die Innovationen unterstütze, weil das alles in die Fürsorgebereiche fließt, ja, dann fehlt mir das in der Wirtschaft. Fehlt mir das in der Wirtschaft, kann ich nicht investieren, kann ich nichts anbieten, biete ich nichts an, habe ich keinen Gewinn. Habe ich keinen Gewinn, kann ich keine Steuern zahlen. Und dann beißen wir uns selber ständig in die eigenen Backen. Herr Doktor, welche Auswirkungen haben solche Wirtschaftskrisen auf die Bevölkerung? Ändert sich zum Beispiel das Wahlverhalten? Ja, das weiß ich nicht, ob sich das Wahlverhalten ändert. Aber wir sehen es ja am Zuwachs der AfD. Die verspricht, das alles anders zu machen. Einen zum Sündenbock macht, nämlich Europa. Was alles in meinen Augen Klartext Quatsch ist. Denn ohne Europa hätten wir diesen Wohlstand nicht. Und man muss ja sehen, dass bestimmte Konstruktionen in dieser Welt, in Europa, dazu dienen, den Wohlstand zu mehren, was ja nun gelungen ist. Das kann man ja nun nicht leugnen. Das wäre als Nationalstaat mit hochgezogenen Zollschränken nichts geworden. Gucken wir uns England an nach dem Brexit, denen geht es schlechter als vorher, weil sie plötzlich für die Waren, die sie in Europa verkaufen, Zölle bezahlen müssen. Das mussten sie vorher nicht. Europa ist eine große Freihandelszone. Und da rauszugehen, ist sehr schädlich. Und in Deutschland denken die Leute, die EU ist auch schuld daran, das ist ein Punkt für die AfD.
Ja, und wenn Sie ein bisschen nachdenken, merken Sie, das ist einfach purer Unsinn. Aber das kann man nichts machen. Natürlich merkt man, wenn man in einer Krise ist, wenn man sieht, dass das Geld, was man hat, nicht ausreicht. Wenn man sieht, dass die Renten nicht zwar steigen, aber nicht so stark, dass die Durchschnittsrente in Deutschland bei 1.300, 1.400 Euro liegt. Und wenn ich Miete von 800 habe, kann ich mir ausrechnen, dass es mir als Rentner nicht besonders gut gehen kann. Also gibt es auf der einen Seite wieder in der Ampel die Sozialpolitiker, die SPD, die sagt, auf gar keinen Fall an die Sozialkosten gehen. Ja, aber so Sozialkosten sind konsumtiv. Das heißt, ich veresse, sag ich mal. Ich verbrauche das Geld und investiv, ich lege es an, damit aus dem angelegten Geld wieder mehr wird. So in dieser Klemme sind wir. Und da sind sich die beiden wichtigsten Minister nicht einig. Und das merkt natürlich die ganze Republik. Und deswegen wählen sie andere Parteien als die, die die Volksparteien eigentlich haben wollen, als Partner. Und dann sind wir genau in dieser Klemme. Ja, die AfD wächst. Mal sehen, was das Bündnis Sarah Wagenknecht macht, die Mixtur aus allen möglichen ist. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Volksparteien dieses Jahr bei den Wahlen im Osten eine ordentliche Klatsche geben wird. Weil die Leute wissen, so wie es ist, kann es nicht gehen, wenn die beiden Minister schon sagen, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, und die Regierung handelt nicht, weil sie nicht handlungsfähig ist und damit nicht regierungsfähig, das Klartext. Sie sind sich nicht einig, wie sie es machen. Jeder hält seinen Plan für richtig. Und der Kanzler sagt nichts dazu, Klartext. Der Kanzler muss was dazu sagen. Er hat nämlich die Richtlinien der Politik. Und langsam geht uns das alles wirklich auf den Geist, dass da nichts vorankommt. Man muss Bewegung haben. Man braucht eine bestimmte Dynamik. Politik ist Bewegung immer. Den Leuten zu zeigen, wir sind in der Lage, Deutschland aus der Krise zu führen. Davon, Klartext, sage ich nochmal, merkt man nichts, weil der Kanzler nicht energisch genug handelt. Er könnte ja so tun, als ob. Ich meine, das merken irgendwann die Leute, aber er muss ein Schiff anschieben. Und er muss dieses Land wieder wettbewerbsfähig machen. Also Hüter der Richtlinien der Politik. Da sage ich meinem Minister, wenn ihr euch nicht einigt, schmeiße ich euch raus. Ja, dann hole ich mir andere. Dann platzt die Koalition. Und dann sind wir wieder beim Thema Neuwahl, über das wir hier schon gesprochen haben. So, und das kommt da unweigerlich hin, wenn man sich nicht versteht und wenn es nicht vorankommt, dann platzt die Koalition. Klartext, rauft euch zusammen. Zuletzt würde ich Sie gerne fragen, wie lange wird diese Wirtschaftskrise andauern? Bis Dynamik in das Spiel kommt. Ist doch klar, dazu gehören Steuererleichterungen, da sagt die SPD, kommt nicht in Frage. Dazu gehört eine Veränderung der Sozialkosten, die sind deutlich zu hoch, also auf das Ganze gerechnet. Das kann man nur verändern, wenn man die Unternehmen wieder wettbewerbsfähig macht, dass sie wieder mehr verkaufen. Wenn sie nämlich, und das ist wieder die alte Leier, die ich schon tausendmal erzählt habe, wenn sie mehr verkaufen, haben sie mehr Einnahmen. Mehr Einnahmen bedeutet mehr Steuern für den Staat. Mehr Steuern für den Staat heißt weg mit den Subventionen. Ich nehme die Steuern dazu. Das ist übrigens der Satz vom Bundesverfassungsgericht gewesen, als er die 60 Milliarden, die man eben aus einem anderen Topf genommen hat, für nichtig erklärt hat. Die haben gesagt, ihr könnt nur das Geld ausgeben, was ihr habt und nicht, was ihr euch leiht. So, und deswegen ist diese Krise entstanden. Und deswegen überlegen Sie jetzt, woher nehmen Sie das? Der eine will die Sozialkosten kürzen, um sie zu investiven Ausgaben zu machen. Und der andere sagt, lieber mehr Schulden machen. Ja, und das will ich jetzt nicht alles wiederholen. Und wenn die beiden sich nicht einigen, dann bleibt diese Krise noch ein Weilchen. Und ich hoffe nicht, dass diese Ampelregierung dann auch noch an der Macht ist. Und wenn sie sich einigen, dann wünsche ich mir, dass sie an der Macht bleibt. Aber ohne Veränderung wird Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Klartext, die müssen sich endlich zusammenraufen, sonst gibt es Ärger. Und nämlich Ärger darin, dass die Stimmen für die Ampelkoalition bei den nächsten Wahlen deutlich nach unten gehen. Zu was könnte es führen, wenn diese Krise noch dauert? Ja, zu einer anderen Regierung. Ja, ob sich dann was ändert, weiß ich nicht, wenn dieselben Parteien sich wieder neu bilden. Ja, möglich. Oder sie nehmen die AfD dazu, halte ich eher für ausgeschlossen. In den Ländern nicht, aber im Bund ja.
Aber das wird wie immer so sein. Als Anekdote erinnern sich die jungen Leute nicht, wie Sie auch nicht, Herr Teuger, weil Sie noch zu jung sind. Ja, als in Hessen, als die Grünen immer stärker wurden, da gab es einen Ministerpräsident, Holger Börner von der SPD, und der hat gesagt, niemals kommen die Grünen in mein Kabinett, lieber gehe ich mit der Dachlatte auf die los. Ja, hat sich die ganze Republik empört, das wurde zum geflügelten Wort. Und was war, ein paar Wochen später kam der Spitzenkandidat Joschka Fischer in Turnschuhen zur Vereidigung ins hessische Parlament und wurde Minister. Das kann sich bei der AfD genauso entwickeln. Vielen Dank, Herr Doktor. Aber gern.